HSV-Fans, ich melde mich nochmal aus Schnellsen. Ich wollte mich ja über diesen Fall Bakery Jatta nicht mehr äußern. Aber eben kam durch die Nachrichten, dass sie sogar jetzt einen Gesichtsvergleich gemacht haben mit den anderen, den sogenannten, den Geistermann da, die Fee oder wie das heißen soll. Es stimmt nicht überein mit unserem Bakery Jatta. So, was sagt euch das? Ist auch wieder nur warme Luft da irgendwo. Also die Hexenjagd geht immer weiter. Also ich weiß nicht, was sie doch vom Bundeskriminalamt noch wollen und auch die Hamburger Staatsanwaltschaft. Man muss doch irgendwann mal sagen, das ist nicht so, wie es ist, wenn man keine Beweise hat. Das ist meine Ansicht. Ich bin ja auch total solidarisch mit den Jungen. Also wenn das nämlich langsam vorbei ist, die Hexenjagd, denn, und da kommt nichts bei rüber und nichts bei raus, also dann muss ich schon sagen, dann ist das Rassismus, was hier abgeht. Das, ich mache das nicht gerne sagen, das Wort, aber dann ist das Rassismus. Also wenn da nichts rauskommt und sie quälen den Jungen immer weiter, dann ist das absoluter Rassismus, das sage ich ja zum letzten Mal, auch an die Staatsanwaltschaft von Hamburg. Oder von den Leuten, die das angeleiert haben hier. Ich möchte nicht sagen, wer das ist und wer das war, namentlich kann ich das nicht beurteilen, aber das war ja irgendwie von irgendwelchen Presseleuten wurde das angeleiert. So, das dazu, hier wollen wir nochmal abwarten, aber langsam wird das eine Posse. Das ist eine Posse und eine Schweinerei und eine Hexenjagd. So, Jungs, das war's. Oder ich muss mal was loswerden. Ich lasse den Jungen nicht hängen, alles klar. Und dann nur der HSV. Bakery, pass auf dich auf und nimm dir mal einen guten Anwalt. Das ist der Beste. Und dann machst du sie lang. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi, tschüss. Schönen Abend noch.